Ja, wir sind hier in Berlin, 10. Oktober 2015. Große Abschlusskundgebung gegen TTIP und CETA. Im Hintergrund die Siegessäule und es ist echt Wahnsinn. 250.000 Menschen hier in Berlin mit nur einem Ziel, TTIP, CETA zu verhindern für faire Freihandelsabkommen. Es ist schon Wahnsinn, was sich in den letzten ein, zwei Jahren getan hat. Wir von Mehr Demokratie machen ja relativ viel Straßenarbeit, gehen raus, reden mit Leuten. Und zu Beginn dieser Kampagne, zu Beginn der Freihandelsabkommen, haben wir ganz viel fragende Gesichter geschaut. Fragezeichen. Was geht mich dieses Freihandelsabkommen an? Was geht mich TTIP und CETA an? Freihandel ist doch gut. Und was sich da in diesen letzten zwei Jahren getan hat, das ist immens. Inzwischen sind ganz viele Menschen aufgeklärt. Sie wissen, um was es geht. Wenn wir Stände machen, sie kommen vorbei und haben in letzter Zeit einfach nur gesagt, wo kann ich für die Europäische Bürgerinitiative unterschreiben? Insgesamt wurden ja für die Europäische Bürgerinitiative über 3,2 Millionen Unterschriften gesammelt. Da hört es sich vielleicht nicht immens an, was wir von Mehr Demokratie gesammelt haben, aber wir haben knapp 86.000 Unterschriften gesammelt, nur von unserem Verein von Mehr Demokratie. Und der Großteil davon nicht irgendwie online irgendwo unterschreiben, sondern hardcore auf der Straße gesammelt. Das waren ungefähr 65.000 Unterschriften. Und hinter jeder dieser Unterschriften steckt ein Gespräch, steckt ein Dialog, steckt Aufklärungsarbeit, steckt Informationsarbeit. Und das heißt es zu würdigen. Und das heißt es auch zu würdigen für all unsere Aktiven von Mehr Demokratie, für unsere Vereinsmitglieder und auch sonstige Menschen, die sich für uns engagiert haben. Mit Abschluss dieser Europäischen Bürgerinitiative, mit der heutigen Kundgebung Großkindung in Berlin, ist das Thema TTIP, CETA sicherlich nicht vom Tisch. Es ist ein Kapitel abgeschlossen, die Europäische Bürgerinitiative, ein Jahr harter Kampf, harte Arbeit, um Menschen zu informieren, um für unser Thema zu werben, ist abgeschlossen. Aber solange diese Freihandelsabkommen nicht unterschrieben sind, werden wir dafür kämpfen, dass das auch nicht passiert. Und der Widerstand wird breiter, er wird vielfältiger und wir sind frohen Mutes, dieses Ziel auch zu erreichen. Warum können wir Bürgerinnen und Bürger nach einem so langen Diskussionsprozess, nach einer so langen Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit, nachdem wir über zwei Jahre dieses Thema in die Öffentlichkeit getragen haben, warum können wir im Abschluss dieses Prozesses nicht alle Bürgerinnen und Bürger per Volksentscheid über TTIP und CETA abstimmen?